Wir wollen jetzt hier als nächstes ein Grundprinzip der Leistungselektronik kennenlernen, und zwar das sogenannte Wandeln durch Schalten. Ich hatte ganz am Anfang gesagt in der Einleitung, die Energiewandlung in leistungselektronischen Systemen wird durch Halbleiterbauelemente im Schaltbetrieb durchgeführt. Und jetzt wollen wir uns angucken, warum macht man das? Was ist eigentlich der Kern dieser Idee? Und die kurz zusammengefasst ist es, dass keine Verluste entstehen bei einer Energiewandlung mittels eines idealen Schalters, oder dass es zumindest prinzipiell möglich wäre, eine gewisse Art der Energiewandlung zu machen mittels eines idealen Schalters, wo keine Verluste auftreten. Deswegen wollen wir uns zunächst das Konzept des sogenannten idealen Schalters angucken. Was ist ein idealer Schalter aus Sicht der Elektronik oder Leistungselektronik? Zunächst mal Schalter, kennen wir das Symbol hier. Das ist ein Schalter. Wenn wir jetzt von Schaltern in der Elektrotechnik, Elektronik sprechen, dann werden wir irgendwelche Ströme schalten. Das heißt, wir haben hier einen Strom IS, der durch den Schalter fließt, und eine Spannung US über dem Schalter. Ein Schalter ist ein binäres Element. Das kann also hier an der Stelle bloß zwei Zustände annehmen. Wir haben irgendwo sozusagen ein Steuersignal. Und je nachdem, wie das Steuersignal ist, werden wir jetzt an der Stelle die beiden Zustände haben, ein oder aus. Ein Schalter, der eingeschaltet ist, ist für uns eine ideale Verbindung zwischen seinen beiden Anschlüssen. Was bedeutet das bei einem idealen Schalter? Bei einem idealen Schalter bedeutet das, dass die Spannung an dem Schalter 0 sein wird, kein Spannungsabfall entsteht, selbst wenn wir einen Strom haben, der viel, viel größer als 0 ist. Das heißt, bei beliebig hohen Strömen wird kein Spannungsabfall über diesem idealen Schalter entstehen. Der zweite Zustand, den wir haben dann bei so einem Schalter, ist der Auszustand. Und im Auszustand verstehen wir bei elektronischen Schaltern, dass wir eine Leitungsunterbrechung haben. Das heißt, in diesem Fall kann theoretisch eine beliebig hohe Spannung bei einem idealen Schalter über diesem Schalter abfallen, ohne dass jetzt hier ein Strom durch den Schalter fließt. Das heißt, hier ist der Strom IS gleich 0, der durch den Schalter fließt, während über den Kontakten des geöffneten Schalters im Auszustand beliebig hohe Spannungen abfallen können. Was hat es jetzt für eine Konsequenz? Interessant wird es jetzt, wenn wir hier an der Stelle die Momentanleistung an dem Schalter betrachten. Das heißt, in beiden Fällen, die wir hier haben, können wir sagen, in beiden Schaltzuständen ist die Momentanverlustleistung, das Produkt ist von Schalterspannung mal Schalterstrom, hier gleich 0. Ja, im ersten Zustand hier oben ist US gleich 0, obwohl IS viel, viel größer als 0 ist. Also wenn wir dort eine Momentanverlustleistung von 0 kriegen, im zweiten Zustand werden wir hier eine Spannung haben, die viel, viel größer als 0 ist, aber der Strom ist 0. Deswegen haben wir hier dann auch die Momentanverlustleistung, die gleich 0 ist. Das heißt, wir können jetzt sagen, hier in beiden Fällen haben wir keine Verluste im Schalter. Und jetzt ist die Idee, sozusagen die Kernidee der Leistungselektronik, wenn es mir gelingt, über einen Schaltvorgang, das heißt das Hin- und Herschalten zwischen diesen beiden Zuständen, Energie zu wandeln bzw. einen Energiefluss zu steuern, dann könnte ich damit an der Stelle eine verlustlose Energiewandlung erzeugen. Das ist also sozusagen die Kernidee des Wandeln durch Schaltens. Das heißt, eine Energiewandlung mittels Schalter ist verlustlos, falls die Schalter ideal sind. Und das ist die Kernidee der Leistungselektronik, das Wandeln durch Schalten. Wenn es uns gelingt, irgendwie eine Methodik zu finden, wie wir Energie wandeln können, elektrische Energie mittels Schalter, dann sind wir in der Lage, verlustlose Energiewandlung vorzunehmen und damit sehr effiziente leistungselektronische Systeme zu bauen. Schauen wir uns das an einem Beispiel. Das heißt, wir wollen jetzt mal eine DC-DC-Wandlung mit Wandeln durch Schalten machen. Und dazu betrachten wir Folgendes. Ich habe auf der einen Seite hier eine Gleichspannungsquelle, das ist ja meine Eingangsspannung UE, die Quelle. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwo eine Last, einen Verbraucher elektrischer Energie, das heißt ein Lastwiderstand. An dem fällt dann eine Spannung UA ab. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle den Leistungsfluss
Steuern beziehungsweise die abgegebene Leistung an diesem Lastwiderstand steuern. Und das machen wir jetzt mit dem Prinzip Wandeln durch Schalten. Das heißt, hier kommt jetzt mein Block dazwischen. Zwischen Quelle und Verbraucher elektrischer Energie werde ich jetzt an dieser Stelle meine leistungselektronische Schaltung aufbauen. Und ich nehme jetzt sozusagen die einfachstmögliche. Das heißt, ich mache einfach einen idealen Schalter in diese Versorgungsleitung dazu. Das heißt, das hier ist mein Schalter. Die Minusleitung verbinden wir direkt und das wäre jetzt hier sozusagen die Idee, wie ich an dieser Stelle eine Energiewandlung vornehmen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Steuersignal und wir müssen uns angucken, wie können wir jetzt eine Energiewandlung hier mit diesem Schalter vornehmen und wie können wir damit die Leistungsabgabe an diesem Lastwiderstand steuern. Dazu jetzt ein Ansatz, den wir häufig finden in der Leistungselektronik. Wir nehmen an, dieses Steuersignal sei ein pulsweitenmoduliertes Signal. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Zustände, 0 und 1 bzw. aus und ein. Das heißt, wenn das Signal unten ist, sind wir aus, wenn das Signal oben ist, sind wir ein. Haben also hier rechts dargestellt eine Steuerspannung, die UST, immer wenn die auf High ist, soll der Schalter eingeschaltet sein. Wenn die auf Low ist, ist der Schalter aus. Das wiederholt sich jetzt periodisch. Habe also hier den Schaltzustand ein, hier den Schaltzustand aus. Jetzt führen wir einen Begriff ein. Ich sage, das hier ist die Einschaltzeit T1. Und wir wollen uns jetzt angucken, wie sehen jetzt die Verläufe der Lastspannung aus. Was passiert dann hier? Betrachten wir das. Das heißt, ich male jetzt mal hier die Spannung UA auf. Wenn wir jetzt die Spannung UA aufmalen, immer dann, wenn der Schalter geschlossen ist, wird die Eingangsspannungsquelle direkt parallel zu dem Lastwiderstand liegen. Das heißt, hier in diesem ersten Intervall, wo der Schalter eingeschaltet ist, werden wir an der Stelle die Spannung UE an der Last kriegen. Während der Ausschaltphase hier, haben wir einen idealen Schalter, unterbrechen wir die Zufuhr. Was bedeutet das? Es kann hier in diesem Stromkreis dann kein Strom mehr fließen. Das heißt, ich habe hier keinen Laststrom, der mehr fließen kann durch den Lastwiderstand. Und wenn dort kein Strom fließen kann, wird nach dem Ohmschen Gesetz auch kein Spannungsabfall über diesem Widerstand entstehen. Das heißt, dann wird die Spannung hier null sein an dem Lastwiderstand. Das heißt, ich kriege sozusagen denselben Verlauf wie das Steuersignal auch an diesem Lastwiderstand. Das heißt, ich habe hier an der Stelle während der Einschaltphase, während dieser Zeitdauer T1, haben wir hier die Spannung UE an der Last. Während der Ausschaltphase haben wir hier 0 Volt an der Last. Das wird gesteuert über dieses Steuersignal, über den idealen Schalter. Das wiederholt sich periodisch und jetzt kann ich den Leistungsfluss hier steuern, indem ich sozusagen diese Einschaltzeit bezogen auf die Periode größer oder kleiner macht. Das heißt, ich kann natürlich jetzt sehr, sehr kurz einschalten, dann wird bloß sehr kurz die Spannung am Lastwiderstand anliegen, oder ich kann maximal für die gesamte Periode hier an der Stelle einschalten und dann wird sehr lange die Spannung an der Last anliegen. Das heißt, was ich tatsächlich machen kann, ist, ich kann sozusagen den Mittelwert der Spannung an der Last hier steuern oder auch den Effektivwert der Lastspannung. Jetzt wollen wir hier noch kurz einen Begriff einführen. Das heißt, wir führen jetzt hier als Begriff das Tastverhältnis ein für so eine pulsweitenmodulierte Spannung. Das heißt, wir bezeichnen das Tastverhältnis mit D vom englischen Duty Cycle und dieses Tastverhältnis D definieren wir als T1 zu T. Das heißt, die relative Einschaltzeit bezogen auf eine Periode, die wir hier haben. Das heißt tatsächlich, dieser Zeitpunkt hier, wenn wir das als Zeitpunkt 0 sehen, dieser Zeitpunkt ist entweder T1 oder D mal T. Tastverhältnis multipliziert mit Periodendauer, was wieder T1 ist. Und jetzt können wir uns angucken, wie sieht jetzt die Leistung am Lastwiderstand aus. Tatsächlich wissen wir, hoffentlich noch aus Grundlagen Elektrotechnik raus, an einem ohmschen Widerstand bei so einem periodisch wiederholenden Signal berechne ich die Leistung über den Effektivwert. Das heißt, die Ausgangsleistung an der Last PL wird sein UA effektiv Quadrat durch R Last. Das heißt, das hier ist der Ausdruck für die umgesetzte Leistung an meinem Lastwiderstand. Was ist jetzt
An dieser Stelle der Effektivwert von so einem Verlauf hier, so eine pulsweitenmodellierte Spannung, werden wir uns im weiteren Kapitel angucken. Tatsächlich jetzt kurz zusammengefasst, der Effektivwert von so einer Spannung ist die Wurzel aus dem Tastverhältnis multipliziert mit diesem Maximalwert. Das heißt tatsächlich, wir haben Wurzel d mal ue und das Ganze im Quadrat, das ist sozusagen hier das Effektivwertquadrat von dieser Spannung, das ist ua effektiv. An dieser Stelle, das geteilt durch den Lastwiderstand, ergibt jetzt an dieser Stelle die umgesetzte Ausgangsleistung oder wenn wir es ausrechnen, hier an der Stelle d mal ue Quadrat durch r Last. Das ist die Ausgangsleistung. Das Entscheidende jetzt hier an dieser Gleichung ist, das hier ist jetzt eine Funktion des Tastverhältnisses oder dieser Einschaltzeit, wenn wir so wollen, dieser relativen Einschaltzeit. Das heißt, wir können jetzt hier über die Einschaltzeit an dieser Stelle die Leistungsabgabe an der Last steuern. Und zwar von einem Minimalwert 0 auf einen Maximalwert UE² durch RL. Ja, das heißt, entweder schalten wir den Schalter halt gar nicht ein oder wir schalten ihn die ganze Zeit ein. Der Trick ist jetzt, diese Energiewandlung basiert jetzt auf diesen Signalverläufen, die wir hier haben, eines idealen Schalters. Und die entscheidende Größe ist jetzt hier nur diese relative Einschaltzeit, dieses Tastverhältnis. Diese bestimmt jetzt, wie groß der Effektivwert ist. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit, um sozusagen prinzipbedingt verlustlos Energie zu wandeln. Das heißt, wenn ich hier die Einschaltzeit größer mache zum Beispiel, hier eigentlich die Einschaltzeit größer macht, dann wird auch der Mittelwert der Spannung größer werden und damit die Ausgangsleistung. Umgekehrt, bei kleiner werdenden Einschaltzeit wird auch hier der Mittelwert der Spannung kleiner werden und damit die abgegebene Leistung. Das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, hier eine Leistungssteuerung zu machen über einen idealen Schalter. Und das heißt, wir können eine verlustlose Energiewandlung machen. Das ist zumindest prinzipbedingt so. Tatsächlich in der Realität werden wir ein paar Verluste haben. Das heißt, es gibt keine ganz idealen Schalter, aber wir können eine Energiewandlung hier machen, die einen Wirkungsgrad hat von über 90% mit leistungselektronischen Schaltungen. Das heißt, wir kommen sehr, sehr nah an die verlustlose Schaltung ran. Jetzt bloß eine kleine Anmerkung hier. Tatsächlich diese Energiewandlung, die wir hier betrachtet haben, geht nicht für jeden Verbraucher. Ein Problem, was wir hier beobachten können, ist, die Lastspannung hier ist pulsierend. Das heißt, tatsächlich werden wir an dieser Stelle gewisse Maßnahmen noch benötigen, um jetzt hier eine Spannung zur Verfügung zu stellen, die auch für Verbraucher ausreichend ist, die nicht damit zurechtkommen, wenn die Spannung mal weg ist und dann mal wieder da. Das heißt, wir werden hier eine Filterung benötigen, gegebenenfalls idealerweise ein verlustloses Filter. Und dann können wir eine Energiewandlung vornehmen und das führt dann eigentlich zu der ersten leistungselektronischen Schaltung.